Alhamdulillah, mir geht's gut, Yasser, Wallah. Auch wenn viele Leute sich gefreut haben, dachten, ich gehe runter oder ich gehe kaputt. Wallah, ich sag dir, mir geht's besser als in Deutschland. Nur weil mir ein halt eine SMS geschrieben hat, wo sie gesagt hat, dass sie mich geil findet und dies, das machen will. Red gar nicht über die Scheiße, irrelevant. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Sie soll jetzt. Du hast doch immer ein letztes Musikvideo drin. 6G, way back habe ich geträumt von einem Kuchen. Neben mir eine wie du. Ah, schmeckt gut, ne? Warum musst du mal dieses Thema aufbringen? Habe ich was im Gesicht? Habibis, Ladies and Gentlemen, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen in unserem Kinosaal. Wir haben Kino. Wenn ich euch sage, dass wir Kino haben, dann haben wir Kino. Ich habe einiges vorbereitet. Genießt euer Essen. Genießt euer Film. Ich würde sagen, let's go in a window. Wir fangen erstmal damit an. Abdullah spricht mit Yasser Abu Chaka über seine Abschiebung in den Libanon. Yasser Abu Chaka, sein Bruder, ja, das sind ja einige Brüder, da ist ein Bruder, der abgeschoben wurde und irgendwie ist Rabi Berlin bei ihm, Rabia. Ja, gucken wir uns das mal an. Wir fangen erstmal damit an und dann heizen wir die ganze Sache. Abu Chaka spricht mit Yasser Abu Chaka über seine Abschiebung in den Libanon. Zieht so schreien und wie. Ist Spaß. Auch laut genug? High Society dann von höchste Level, ich schwöre auf Gott, an Gebäude, ja, ich weiß, an Autos, an Luxus, ist richtig krass. Und dann Beirut ist, glaube ich, Platz 1. Bruder, und dann 15 Minuten später siehst du, die Leute sind auf Straße, die haben nichts. Jasse, vom März bis Oktober, es kommen 10 Millionen Menschen nach Libanon. Wusstest du das eigentlich? Ja. Alle Flugzeuge sind voll besetzt, die größten Techno-Partys finden statt in Libanon. Alle Libanesen, die in Deutschland sind, im Sommer in Libanon. Ja. Ibo seit wusstest du eigentlich, dass hier mehr Christen sind als Moslem? Ja, 50-50 davon. Nein, sag ich nicht. Echt? Aber gibt sehr, sehr viele Christen. Ja, Christen regieren ja das Land. Der Präsident muss immer ein Christ sein. Richtig. Aber die verstehen sich gut mit. Also, ich habe mal eine Doku gesehen über diesen Bruder von Yasser, dass er wegen einige Sachen verklagt wurde und deshalb abgeschoben wurde. Aber ob es ihm jetzt wirklich da besser geht, wie es auch auf dem Titel steht, das ist so die Frage aller Fragen. Ich weiß nicht, ob er Familie, Kinder hat, ob die bei ihm sind oder nicht. Aber ich denke, du kannst egal wo sein, es ist am schönsten, wenn du mit der Familie zusammenlebst. Ne? Sonst, ich weiß nicht, jedem so seins, aber ist meine Meinung. Aber Bruder, ich bin Christen, Drusen, Sunniten, Schiiten. Ja, ja, die aber leben alle miteinander. Ich bin letztes Mal hier mit Roller durchgerutscht auf Boden. Wallah, jeder von Seite gekommen. Alhamdulillah, Salam, Fischi, kann ich helfen? Keiner guckt erstmal, ob du Sunnite oder irgendwas bist. Aber weißt du was, Yasser? Wusstest du, auf der ganzen Welt gibt es das nicht nur in Libanon. In Libanon steht in der Hawi, ob du Schiite bist, ob du Sunnite bist, ob du Christ bist. Ja, ich weiß. Es gibt auf der ganzen Welt nicht nur in Libanon, gibt es das. Ja, wenn ein Polizist keinen Bock auf dich hat, kannst du dir vorstellen, was er mit dir macht. Ich höre dir. Ja, nee, was ich hier gesehen habe, was. Wisst ihr, wie es mir vorkommt? Als ob Yasser schon sehr emotional mitgenommen ist über die Lage, dass sein Bruder da ist. Also, ich weiß nicht, vielleicht denkt er auch anders, aber mir kommt das so vor. Rassismus, das kannst du dir nicht vorstellen. Ist er jünger oder älter? Aber wie lange bist du jetzt schon da? Fast eineinhalb Jahre. Aber du hast dich jetzt schon dran gewöhnt, oder? Ich hab mich eingeliebt, Bruder. Mir geht's gut. Und dann geht er mit denen Arabisch. Er kann auf einmal Arabisch. Wallah, Lazim. Alhamdulillah, mir geht's gut, Yasser, Wallah. Auch wenn viele Leute sich gefreut haben, dachten, ich gehe runter oder ich gehe kaputt. Wallah, ich sag dir, mir geht's besser als in Deutschland. Wallah, das ist die Hauptsache. Guck mal, mir fehlt jetzt nur noch eine Frau. Du heiratest. Wallah. Okay, ich dürfte jetzt endlich zu meiner Mutters Grab gehen, was sie mir auch verweigert haben, fast 40 Jahre lang. Alhamdulillah. Deshalb. Yasser, guck mal, ich sag dir die Wahrheit. Hier hast du keinen Stress, hier hast du keine Probleme, hier hast du keine Kopfschmerzen. Ich sag dir die Wahrheit. Ich will nur, in Deutschland hattest du nur Stress. Ich weiß, und du weißt selber, wenn du aus Deutschland rauskommst, von zu Hause rausgehst, schon an deinem Parkplatz suchen, wenn diese Polizisten dich sehen, die halten dich an. Was soll ich dir sagen? Versuchen die überall dir Hausverbot zu geben. Du weißt selber, wie wir gejagt werden, wie wir verfolgt werden. Brauch ich dir nicht sagen, okay, du bist nicht mal im Nachtleben tätig oder gehst nicht weg, aber du weißt es doch selber, wie das ist. Habe ich recht? Ja, hast recht, komm mal. Ekelhaft.
Und ja, hier, okay. hier interessiert keinen, wer du bist oder was du machst. Du bist überall herzlich willkommen, solange du dich benimmst. Und Bruder, wenn du hier bei Ampel rot stehen bleibst, Wallah, du kriegst 1000 Ausdrücke, weil jeder hat eilig, jeder hat zu tun. Ja, Wallah. Jeder fährt lieber. Und der Verkehr läuft aber perfekt, egal, raus, wir haben so super. Wenn euer Hotel. Also, ich sag ja jedem so das Seine. Deutschland. Es ist überall, überall gibt es Vor- und Nachteile. Ich finde, man muss sich überall anpassen können. Und wie gesagt, überall gibt es Vor- und Nachteile. Wir leben schon gerne in Deutschland, auch wenn wir ab und zu meckern. Das, Deutschland ist schon schön, Digga. Kann man nicht meckern. Ist Tatsache. Machen wir weiter mit Manuelsen. Statement zu Nadja. Panna regt Manu auf. Das wird interessant. Okay. So. Was hat sie dann gesagt? Dass du halt noch nicht das Ganze gelernt haben kannst in der kurzen Zeit. Meinst du das? Genau. Dass ich noch aber nicht... Aber ich muss an der Stelle, guck mal, damit wir auch fair bleiben. Wir wollen jetzt komplett fair reden, ne? Ja, eigentlich, ne, finde ich das ja, gerade wenn man Ängste hat, wenn man enttäuscht, weil das, was du gemacht hast, war nicht schön. Fertig. Weißt du, ich meine, das muss man ja auch sagen. Okay, aber man aber weißt du, klar, genau deswegen, aber man muss mal. Auch, I get it, ne, aber das Ding war so, wir alle, bis heute auch wenn sie hasst mich ja komplett, also für sie bin ich sowieso, das weiß nicht was, ja, aber gerade Manu, bis heute auch, egal was ist, bin ich diejenige, die sagt, hey, sei immer liebevoll und respektvoll, sie ist deine Kindsmutter hin und her und tralala. Er hat sowieso von Tag 1 an dieses Interesse gehabt, dass man halt vor allem wegen der Kleinen, ne, dass man eine Basis hat und so. Wegen dem Kämpfen, weil es ging ja auch darum, warum er halt nicht so, schau, vielleicht, ich kann es auch verstehen, wenn ich mit Manu zu tun habe, kriege ich ja eine Version, beziehungsweise das mit, was ich mitbekomme. Ich habe mitbekommen, dass er seine Familie retten wollte. So. Wisst ihr, wie ich meine? Also es war jetzt nicht so, dass er dachte, komm, ich lass dir jetzt einfach. Das ging auch lang herum und so und wir haben alle versucht, irgendwo zu vermitteln, andere Freunde von Manu, ich, wir haben auch sehr viel geredet und so und ich empfand das auch als sehr positiv und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Nadja gar nicht ihre Ehe wegschmeißen wollte, sondern quasi diesen Warnschuss machen wollte. Das ist mir auch aufgefallen, so was ja auch... Was ist das für ein Warnschuss? Guck mal, und jetzt sitzen wir hier und müssen über sowas reden, sowas steht uns normalerweise gar nicht, aber nur, weil die Alte sich nicht zusammenkriegt. Egal, guck mal, lass uns das kurz machen. So, ein, zwei Wochen haben wir probiert und die hat auf obercool gemacht, auf nein und ich kann nicht und ich bin, ich muss meinen Weg jetzt alleine machen und dies, das hat auf den angeschossenen Spahn getan, nur weil mir eine Alte eine SMS geschrieben hat, wo sie gesagt hat, dass sie mich geil findet und dies, das machen würde. Das halten wir mal fest. Okay, dann was ist passiert? Nach zwei Wochen habe ich gesagt, so, ich bin gegangen, ich bin in ein Hotel gegangen, habe mir ein Hotel genommen. Okay, ganz einfach. So, und ich habe gesagt, dafür, dass sie mich in der Corona-Zeit erstens nicht nach Hause lässt, ich kann mir keine Sachen, ich musste mir neue Sachen kaufen. Zweitens, ich musste in ein Hotel schlafen. Drittens, alles, was ich zu der Zeit besessen habe, habe ich am Körper getragen. Okay, so. Dann musste, weil ich keinen Bock mehr hatte, im Studio zu schlafen, wie ein Kelpaschasch aus dem Enkel. Es ist schon schlimm, ne? Als Person des öffentlichen Lebens seine Beziehung in der Öffentlichkeit auszuschlachten. Die setzt sich dahin, schießt von da, er muss sich hinsetzen, antworten. Also es ist schon wirklich sehr hart, glaube ich, über seine Beziehung oder besser gesagt über die Mutter seines Kindes, über sie zu reden in der Öffentlichkeit und andersrum genauso. Weil sie hat ja ein Statement abgegeben, was über 40 Minuten geht, was ich absolut krass finde. Und deswegen gucken wir uns die Antwort von Manuelsen darauf an. Und dann werde ich auf jeden Fall eure Kommentare auch mal lesen oder allgemein die Kommentare auf diesem Video. Ne? Bin ich in Dings, habe ich mir ein Hotel genommen, in der Corona-Zeit, gut, dass ich durch Beziehung eins gekriegt habe, und hab dann in einem Hotel geschlafen und war froh, dass ich erstmal wieder so ein bisschen Komfort hatte. Okay. Ich habe im Hotel geschlafen und wie sie auf Stur gemacht, habe ich auch gesagt, weißt du was hier? Und wen habe ich kennengelernt? Wen habe ich kennengelernt? Ich habe Abir kennengelernt. Ich habe Abir kennengelernt. Ich habe Nadja ausgeblendet. Man darf auch nicht vergessen,
guck mal, zu dem Zeitpunkt, wo diese SMS da gefunden wurde und dieser Streit gekommen ist, ne, soll keiner denken, wir hatten die blumigste Ehe. Ne? Meinst du zwischen mir und Abir? Ja, nein, zwischen Nadja und mir. Die soll man nicht so tun. Die hat ja schon vorher schon tausend ekelhafte Sachen gemacht. 1000 ekelhafte Sachen. Aber die ich für mich behalten habe, weil ich ein bisschen mehr Ehre besitze als sie. Aber kein Problem. Dann habe ich Abir kennengelernt. So, und Abir war Abir war lieb, war nett, war höflich, war dies, war das, alles drum und dran. Übrigens, für die, die es nicht wissen, das ist die mit dem Kopftuch. Auch Manuelsens Ex-Freundin. Dann, ich habe mich in Abir verliebt, ganz einfach. Und ich habe Nadja angerufen, Nadja und ihre Mutter, und ich habe ihr gesagt, ich trenne mich. Mhm. Talak im Talak im Talak, ich bin raus bei dir. Und dann sieh zu, dass du alleine klarkommst. Ganz einfach. That's the true story und das war's. Ganz einfach. Im Talak, ich bin weg von dir. Du bist bei wem jetzt? Getrennt, das war's. Bei Nadja. Ah, okay. Dann hat sie immer noch gesagt, ja, meinst du, dieser Hokuspokus-Spruch hat uns jetzt getrennt? Meinst du, so einfach geht das? Ich meine, ja, es geht so einfach, das ist der Islam. Wenn ein Mann zu dir kommt und sagt, im Talak, du bist getrennt. Ja, das ist ganz einfach. So. Natürlich waren wir gesetzlich im Trennungsjahr. Das stimmt. Ja? Und dann, wo das angefangen hat, wo sie gesehen hat, der Mann hat einen mit Kopftuch, dann hat ihr Komplex gekickt. Und dann hat sie angefangen. Ich will das, ich will so, ich will hier, ich will das. Psychoterror. Ein paar Mal bitte, red offen. Geh nicht ins Detail, aber hat sie nicht Psychoterror? Nee, ich habe gerade was gelesen. Was soll ich im Detail erzählen, kurz? Sag mal. Hat sie nicht Psychoterror gemacht? Wer jetzt? Nadja, ja Allah. Ja, natürlich, das ging runter und rauf. Das ging, ich habe selber nicht mal mehr einen Überblick, wo was anfing. Und dann habe ich mich mit Abir weiter kennengelernt. Und so. Und dann habe ich nach einem Jahr ungefähr, habe ich sie geheiratet. Und dann jetzt, und was ist jetzt das Problem? Und was ist jetzt? So, und was ist jetzt? Ich glaube, sie hat halt gesagt, dass du während der Ehe mit Abir, das war im Interview sehr schwer, wiegendes Thema. Mhm. Was, wir während der Ehe mit Abir, was? Dass du während der Ehe was mit Abir versucht hast, sie zu suchen, was? Was liest du da die ganze Zeit? Ich schaue aus dem Fenster, also ich kommentiere und ich schaue aus dem Fenster. Aus dem Fenster guckst du, ich rede gerade um Leben und Tod, du schaust aus dem Fenster. Ja, ich schaue trotzdem aus dem Fenster. Hör mal zu jetzt, da ging es ja in dem Video auch darum. Weißt du, ich meine. Also wir wollten noch aus Video, also wenn wir jetzt auch vom Video reden, wird im Video gesagt, dass du, obwohl du mit Abir zusammen warst, versucht hast, Nadja zurückzubekommen. Guck mir in die Augen. Okay, guck mal, erstens. Wenn wir offen, es fuck reden, weißt du? Ja, guck mal. Ja, habe ich wirklich so, um ehrlich zu sein. Nach der Trennung von Abir. Abir? Glaubt ihr mir, ich höre diesen Namen zum ersten Mal. Also ich kenne diesen Namen Abir gar nicht. Schöner Name eigentlich. War ich so ein bisschen lost und orientierungslos, sag ich euch ehrlich. Okay? Okay, Panna, hörst du zu oder nicht? Ja, aber ich muss kurz fronten, ganz kurz, weil da werden Sachen gesagt, die mir nicht passen. Welche gute Frau, bitte? Wer denn? Was denn? Jemand, mit der ich eigentlich cool bin und ich mag gerade gar nicht, was sie von sich gibt. Wurscht, erzähl weiter. Erzähl mal, was denn? Ich hasse es, wenn ein Mann, warte kurz, sie hat geschrieben, so, ich verstehe dich echt nicht, Girl. Ich hasse es, wenn Typen einer guten Frau die Schuld geben für das, weil sie verkackt haben. Leute, ich bin sowieso eine Frau, ich stehe immer schon mal... Wer sagt das denn? Jemand aus der Community. Okay, es geht nicht darum, also es gibt beide Seiten. Ich bin sein größter Kritiker. Ich rede gar nicht über die Scheiße, irrelevant. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Sie soll hier einfach... Guck mal. Guck mal. Nachdem ich von Abir getrennt war, war ich so ein bisschen orientierungslos. Und ich hab Frauen eh nicht mehr vertraut, sag ich euch ganz ehrlich. Und
Da haben wir uns so ein bisschen, vertragen, auch wegen der Kleinen auch. Ich weiß nicht, warum die sich getrennt haben mit Abir, aber man sieht auf jeden Fall, dass das Manuelsen wehgetan hat. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber man sieht ihm an, dass ihn das mitgenommen hat, dass er sich von dieser Frau da getrennt hat. Und es lief auch eine Zeit lang gut. Ich meine, das ist auch lange her gewesen, der Streit da mit Nadja, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann habe ich irgendwann in Erwägung gezogen. Ich meine so, ey, guck mal, ich rede offen mit euch. Das ist aber nach der Trennung gewesen. Und das habe ich auch im Nachhinein auch ab ihr gesagt. Also sie weiß das auch. Ich habe ihr gesagt, guck mal, dass ich irgendwann in Erwägung gezogen habe. Guck mal, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Soll ich jetzt irgendwie noch eine neue Alte kennenlernen? Vielleicht kann man sich mit Nadja vertragen, dann ist man wenigstens Vater, Mutter, Kind. Ich habe auch gesagt, schau mal, wenn schon was da ist, wo Potenzial da ist, habe ich auch gesagt, hey Manu, stell dir vor. Ja, was heißt Potenzial? Potenzial ist es ja nicht. Aber es ist die Grundlage, da man hat ein Kind und so, ne? War für mich klar, dass wir das. Alles klar. Und so beenden sie das Video. Gut. Ich würde sagen, wir machen trotzdem weiter. Jetzt muss ich nur schauen, mit was wir weitermachen. Weil ich habe hier interessante Sachen. Ich würde sagen, wir ziehen uns ganz kurz etwas Kurzes rein. Und dann machen wir weiter mit den anderen Sachen. Dieses Video entlarvt Diddy endgültig. Habt ihr das gesehen von P. Diddy? Was er da mit seiner Freundin oder Frau ihr angetan hat? Ich habe das ganze Video auf meinem Handy. Er schlägt sie zusammen im Hotel. Durch die Videoüberwachungskameras sieht man das alles. Dann schleift er sie durch den Boden, also packt ihre Haare und zerrt sie so durch über den Boden. Also das, was er da mit ihr gemacht hat, absolut asozial. Ja, das Gottloseste, was ich da im Video gesehen habe mit einer Frau. Ja. Sie hat ihn mehrmals geklagt und er hat gesagt, dass sie verrückt sei. Und jetzt hat er ja auch ein Statement abgegeben, wo er das Ganze zugibt. Wir gucken uns das mal an, das geht nur 3 Minuten. Ey, yeah, was geht, yeah. Freunde? Vor kurzem haben wir uns alle Kontroversen und Gerüchte über Diddy angeschaut, sodass der Großteil der Menschen mittlerweile verstanden hat, was für ein skrupelloser Mensch Diddy ist. Es gibt allerdings immer noch ein paar Leute, die glauben, dass Diddy unschuldig sei und nur so oft angeklagt wurde, weil die Leute an sein Geld wollen. Doch gestern wurde ein Video veröffentlicht, das auch den letzten Diddy-Fan zum Schweigen bringen muss. Denn CNN veröffentlichte ein Überwachungsvideo eines Hotels aus dem Jahre 2016, das die Vorwürfe von Cassie gegen Diddy mehr als nur bestätigt. Das Video soll Gerüchten zufolge bei der Durchsuchung von Diddys Villa gefunden worden sein, da Diddy das Überwachungsvideo für $50.000 vom Hotel abgekauft habe. In dem Video, das ich euch wegen den YouTube-Richtlinien nicht zeigen kann, ist zu sehen, wie Cassie sich aus dem Hotelzimmer von Diddy schleicht. Laut der Aussage von Cassie habe Diddy sie an dem besagten Abend geschlagen, sodass sie aus dem Hotel flüchten wollte, während Diddy schlief. Doch scheinbar ist Diddy durch das Schließen der Tür wach geworden, denn im Überwachungsvideo ist zu sehen, wie Diddy plötzlich aus dem Hotelzimmer stürzt. Seht ihr das, Leute, wie crazy? Das wusste ich auch nicht. $50.000 hat er das Video-Überwachungs-Set halt abgekauft. Crazy, Alter. Und jetzt kommt's raus, nach wie viele Jahre? Stürmt und nur mit einem Handtuch bekleidet Cassie hinterherläuft. Als er bei ihr ankam, warf er sie mit voller Wucht auf den Boden und trat zweimal auf sie ein. Da Cassie einfach liegen blieb, versuchte Diddy sie zurück zum Hotelzimmer zu schleifen, bis er endlich von ihr abließ und alleine in Richtung Zimmer ging. Cassie nutzte daraufhin die Chance und versuchte über das Hoteltelefon die Polizei zu alarmieren. Doch Diddy kam zurück und hielt sie davon ab. Als Cassie dann flüchten konnte, bewarf Diddy sie noch mit einer Glasvase. Damit endet das Video, das mittlerweile um die ganze Welt geht. Als 50 das Video über Insta geteilt hat, war ich einfach nur sprachlos. Denn auch wenn ich mich wochenlang mit dem Diddy-Thema auseinandergesetzt habe, krass, 50 Cent hat das Video geteilt? Jetzt habe, konnte man durch das Überwachungsvideo das erste Mal sehen, dass Diddy wirklich ein Monster ist und dass die ganzen Anklagen vielleicht stimmen können. Denn die Videoaufnahme war noch schlimmer als in Cassies Anklage beschrieben. Und ich finde, dass auch das Hotel Er hat sie verkauft, ne? Er hat sie an irgendwelche Leute verkauft. Also ihm hat das Spaß gemacht zuzusehen, dass sie sich
Ja, mit anderen vergnügt. Ach du Scheiße, was ein Typ, Alter. Tag werden müsste. Teufel. Da sie die auf. Solche Leute werden in der Hölle schmoren. Gott weiß noch, wie viel Dreck da noch dahinter steckt. Nahm an Didi verkauft und somit dafür gesorgt haben, dass Didi seine Machenschaften verschleiern konnte. Deswegen dauerte es knapp 8 Jahre, bis das Video endlich bei der Polizei und am Ende im Netz landete. Unglaublich, Digga. Auch wenn dieses Video nur sehr kurz ist, musste ich euch einmal kurz auf den neuesten Stand bringen. Und ich hoffe wirklich, dass Didi endlich für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Doch eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Nach dem Leak dieses Videos ist Didis Karriere offiziell beendet. Er hat wirklich ein Statement abgegeben, wo er sagt, dass ihm das leid tut. Ja. Und dass er sich professionelle Hilfe nehmen wird. Und all solche Sachen. Wir wissen aber nicht, ob... Ja. Alles für die Öffentlichkeit, ne? Digga, 8 Jahre später, müsst ihr euch vorstellen, kommt das Video raus. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon in Amerika sind, dann ziehen wir uns auch, dann gehen wir rüber zu Amerika. Kurtibo war live mit Sammy aus USA. Er spricht flüssig Englisch. Ey, jetzt lachen wir uns safe kaputt. Kalifornien, oh, Kalifornien, good, very, very good. California, yeah. Yes, yes. You Intake shorts, like? I'm what? Was? Name? Yes. Oh. Was hat er gesagt? Das war doch Kurdisch, oder? My name is Sammy. Terry. Sammy. Tammy. Sammy. What's your name? Your name Ibo, Kurtibo. What? Kurtibo. Ibo, yeah. Yes, what? Kurtibo. Oh, I'm Kurtibo. Oh, that's funny. Wow, all right, guys. You very, very good. Sarah, what's up? Okay, guys, everyone tap my face. You, hi, Ratan. What? America. What? Also, nee, Leute, ich könnte mir Tag und Nacht sowas reinziehen. Schreibt die mal. Okay. Leute, warum heiraten ja? No, I'm just joking. Ich küsse dein Herz. Ja, ich mach Spaß mit dir. Kobe, thank you, Kobe. Alright, guys, everyone, tap some roses. Tap some roses till speed. Ist sie bekannt, Leute? Oh, really? Ich fahre diesen Laden, dann gehe ich wieder. Kurt ist sogar in Kalifornien so bekannt. Aylin. Okay, guys, everyone tap my face. If you haven't tap my face. Tap. Tap. Share Queen. Ja, unterhält er sich auch weiter mit ihr? Share Queen, what's up? Alle tippen. Speed. Nee, die matchen ja. Ey, das am Anfang war wirklich witzig. Gut, ich würde sagen, wir ziehen uns ein... Moment, welches ist interessanter? Mir wurde ein Video zugeschickt, was ich mir unbedingt reinziehen sollte. Es ist ein Video, das gegen ABK gehen soll. ABK wollte uns bannen, doch wusste nicht, dass wir nennen können. Okay. Was ist das bitte für ein krasses Video? Endlich kommen Jungs, die ABK auseinandernehmen. Hahaha, Hollywood, Junge. Zu lustig. Hahaha, dieses Rennen hat... Okay. Komm, wir ziehen uns das rein. Es geht auch nur 10 Minuten. Let's go in a window. Und zwar habe ich mir letztens eine WLAN-Kassentoilette geholt, die sich automatisch reinigt. Man muss ja jetzt keinen Afrikaner bezahlen, der vor der Toilette wartet. Ich finde die Scheiße einfach nicht funny. Junge, was hast du damals gesagt in deinen Audios, die geliebt wurden? Geh doch weiter Witze über Schwarze. Ich f*** dich und ich f*** den anderen. Manuel ist irgend so ein 45-jähriger Rapper, der mittlerweile Diss-Tracks macht gegen seine Ex. Er hat sich über meine Kinder lustig gemacht und meine Frau lustig gemacht. Gemeinsam machen wir einen Start für die Tierrechte. Mit der Hintergrundmusik kann man auch helfen. Er möchte nur diesen Traffic und er möchte ihn mitnehmen. Lasst mich in Ruhe, Internet ist mein Job. Ihr habt euch jetzt auf mich eingelassen. 8.1.24. Hey, Leute, nach einer langen Abstinenz melde ich mich mal wieder auf YouTube zu Wort. Ihr wisst gar nicht, was in den ganzen Wochen abgegangen ist, ne? Von mir gibt's keine Entschuldigung, von mir gibt's nur den hier. Geh mal weiter in Schlitten fahren und deine Rohrreiniger-Kollegen da auch. Kein Problem. Die beiden Jungs wollen wir hier auf neutralen. Aber übrigens, jetzt kommt das Thema heute leidigen. Aber zeitgleich sagen wir jetzt manuell schon, wie krass die es feiern, wenn er andere Leute beleidigt. Ey, gleich kommt's. Was ist mit Herz? Ja, kannst du es ja. Leute lieben, das ist von Blast, du kannst dir das schon vorstellen. Ha ha ha!
was geht? Was gibt's zu lachen? Die ganze Szene voller Hass. Das Schweige ist voller herzloser und empathieloser Menschen. Junge, du bist doch derjenige, der... Bruder, ich kann das erklären. Ich erinnere mich genau an diese Szene. Da bin ich sogar auch kaputt gegangen. Die kann nicht blasen. Hat die nicht blasen? Fettes Stück Scheiße. Vicky, ist alles okay? Ja, ja, ja. Was ist los? Ich hab nicht geblasen. Ey, bis jetzt muss ich lachen, Digga. Nein, 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 nein. Ey, bis jetzt auch sehr krass geschnitten, ne? Miki, was schläfst du bei der Reaction ein, Junge? Oder ich hab nicht geblasen. Du hast geblasen! Du hast doch immer nur dieses Musikvideo drin. 6G, way back habe ich geträumt von einem Kuchen. Neben mir eine wie du. Ah, schmeckt gut, hä? Warum musst du mal dieses Thema aufbringen? Der war gerade in Frankfurt. Alter, du weißt genau, ich würde nie bei dem Influencer blasen. Gönn halt. Zu viel? Was ist das denn, Digga? Zu viel? Bruder, Jungs! Ich hab Hunger. Victor! Für so eine Scheiße bin ich jetzt hierher. Du bist erbärmlich. Jeder mal gönne die Witze! Komm, halt die Fresse. Lieber Manuel, 2 Monate ist es nun her, seitdem ich mich zurückgezogen habe. In der Zwischenzeit warst du vor meiner Haustüre, während Leute aus deinen Gruppierungen mich bedroht haben. Und bitte, Manuel, nerv mich nicht nach diesem Video. Klär einmal in deinem Leben was alleine, ohne irgendwelche Leute vorzuschicken. Bruder, das erinnert mich einfach an so eine irgendeine geile Serie, Digga. Übelst krass gemacht bis jetzt. Und wir sind erst bei Minute 3. Wer ist da? Wer ist das denn? Was macht der hier? Ist der das? Hat der den geschickt? Hat er mir Leute geschickt? Ich werde unterdrückt. Er ist vor meiner Haustür. Er bedroht mich. Er unterdrückt mich. Aber wenn jetzt jeder von euch mir 1 Euro spendet, dann habe ich keine Angst mehr. Meine Bestätigung für die Reservierung ist da. Minibar, jawohl. Handtücher, jawohl. Die beiden Jungs wollen wir hier auf neutral machen und über das Thema Beleidigung sprechen. Aber zeitgleich sagen die jetzt Manuelsen, wie krass die es feiern, wenn er andere Leute beleidigt. Diese beiden Jungs wollen mir auf neutral machen. Bruder, nur weil ich über seinen Witz gelacht habe, sind wir auf einmal nicht mehr neutral, oder was? Wir haben doch auch über ABKs Video gelacht. Was sind das jetzt für Behauptungen, Digga? Lieber Manuel, 2 Monate ist es nun her. Gut anfangen. Es geht doch gar nicht darum, was er gesagt hat, was natürlich falsch war. Ne? Also auch nicht in Ordnung, Bruder. Battle nur gegen ihn. Dieses so hart Mutter und Schwester. Ja, ist halt... Vielleicht ist die Schwester verheiratet. Sondern wie er es gesagt hat, die cholerische Art dahinter. Ich hat mich zum Lachen gebracht, Bruder. Ich musste lachen. Hör doch mal zu, wenn ich mit dir rede. Ach, ganz ehrlich, ABK ist der Letzte, der sich in die so... Ich hab gesehen, was du in Japan gemacht hast. Gehst dorthin, benimmst dich so, wie als wärst du am Hauptbahnhof. Yes. Ja, Mann, genau so. Ohne Feuerwerkskörper, du Hunde. Bruder, die Hunde machen Countdown, obwohl dir nichts passiert. Und seine eigene Community hat den auseinandergenommen. Jetzt tut der so, die Leute feiern, wenn die beleidigt werden. Halt deine Fresse! Das ist Doppelmoral. ABK Army T-Shirt. 3-Sterne-Hotel, Tokio und gebucht. Pst,
Leute, er verfolgt mich, er unterdrückt mich, er will mich bedrohen. Spendet 1 Euro bitte, spendet. Und nach Tokio gehe ich nur zum Arbeiten. Warum diskutierst du jetzt gerade? Wir sind so dumm, ohne Hauptschule, Stuhlkreis gerade. Ja, der redet auch sehr deutschkonform. Ja. Ist ja Lehrer. Das ist nur halt seine Art, dass er die Dinge so verkauft. Weißt du? Ui, normales Deutsch geredet, Bruder. Hab auch Sprachfehler und Wortfindungsstörungen manchmal. Aber halt nur nicht so ausgeprägt wie ihr. Wir haben doch keine Wortfindungsstörung. Sei nicht albern. Schau mal, das, was du meinst, nennt sich Soziolekt. Im Grunde geht's darum, wie Menschen untereinander in einer bestimmten Gesellschaftsgruppe sprechen. Als Beispiel, du sprichst zu deiner Mutter anders als zum Arzt. Und du sprichst zu deinen Freunden anders als zum Finanzamt. Und die Diskriminierung des Soziolekts nennt man Linguistic Profiling. Das wird häufig von Polizisten durchgeführt und von Lehrern. Und in dem Fall hier häufig von dir. Aber lass mir doch mal dieses intellektuelle Schwanz vergleichen. Warum? Weil ich länger als ich die Schulbank gedrückt habe. Du hast viel länger die Schulbank gedrückt als ich. Aber ich habe den höheren Abschluss. Genug. Gönnigi. Einer von denen sagt, dass er mir geschrieben und mir auf Instagram seine Nummer geschickt. Warum sollte ich dich anrufen? Warum sollte ich jetzt mit dir reden? Was die Leute von mir wollen, ist eine Entschuldigung. Wir kommen dir aber nicht. Ich weiß, wie irgendwelche Influencer ohne eigene Persönlichkeit kommen. Was willst du denn jetzt hier? Bro, wie kommst du darauf, dass wir nicht neutral waren bei diesem Streit? Ihr beiden Jungs wollt mir einen auf neutral machen, aber zeitgleich seid ihr Best Friends mit Manuels. Aber wie kannt Manuels noch davor genauso wenig wie wir dich kannten? Was ihr von mir wollt, ist eine Entschuldigung. Nein, und wie kommst du überhaupt darauf? Gomiko, was soll die Scheiße hier? Der kann nicht Schauspieler. Hat er Geld bekommen? Ich schwöre, auf seiner Website sah der übertrieben seriös aus. Und jetzt haben wir den hergeholt und ich habe nur 50 Euro Budget. Das ist ein Wunder, dass er überhaupt ja gesagt hat. Wieso beschwerst du dich? Du kannst mir nicht erklären, dass der hauptberuflich Schauspieler ist. Ich bin auch hier. Ich kann nur schwören. Ich bin ein Cutter und kein Schauspieler. Der Fernseher hat mich überredet. Und außerdem stand in der Stellenbeschreibung, ich sollte 10.000 bekommen. Was für 50 Euro? Warum soll ich jetzt mit dir reden? Ich gebe meine Sicht in meinen Videos wieder. Digga, in deinen Videos führst du einen vorgeschriebenen Monolog in die Kamera und tust so, als hättest du eine krasse Konversation mit jemandem. Aber ich, du fettes Stück Scheiße. Aber du kannst nicht Manuelsens Vater erwähnen, Ex-Frau erwähnen, seine Kinder erwähnen. Ach, kack auf dich, ich muss jetzt arbeiten. Okay, ABK Army, wenn jeder von euch 1 Euro geben würde, dann hätten wir heute 100.000 Euro zusammen. Ey, ich hab Glück, ich hab auf jeden Fall hier Manuelsen getroffen. Manuelsen, mein Bruder. Also that's weird. Ich hab zu oft nach Geld gefragt. Am besten mache ich eine Instagram-Story. Die verschwindet nach 24 Stunden. Hallo, Schlaf. Das ist einer von seinen Leuten. Ganz bestimmt. Jetzt haben sie mich. Ich muss hier weg. Ganz schnell. Leute, er lässt mich nicht in Ruhe. Er hat mir Leute geschickt. Er droht mir. Dieser Unterdrücker. Schaut euch später meine Instagram-Story an. Bro, meinst du, die Leute verstehen, was wir mit dem Video gemeint haben am Ende? Bruder, ist doch scheißegal. Die Leute werden sowieso sagen, wir haben geblasen. Scheiß auf die. Lass uns die Reaction machen. Du hast recht. 3, 2, 1, die beste Reaction der Welt. Heute mit Gomiko. Allah, stark, Digga, starkes Video. Habe ich was im Gesicht? Ey, so stark gemacht, Alter. Wenn jeder von euch 1 Euro gibt... Ich sag euch ehrlich, das ist ein Video. Guck mal, ABK, seine Videos feiern wir wirklich sehr hart, weil da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, manchmal
hat er 10 bis 12 Stunden Material und daraus macht er so 10, 15 Minuten. Und diese Jungs haben wirklich so viel Liebe, so viel Fleiß in dieses Video reingesteckt, ob es jetzt gegen ABK war. Das war so ein Video, was man so richtig mit Humor nehmen kann, ja. Es war lustig, es war unterhaltsam, ich konnte nicht mehr weggucken und ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Wie sind die Kommentare? Eine 10 von 10, Jungs, echt geil. Seid ihr immer so genial lustig? Ich kenne euch zwar nicht und weiß nicht, worum es ging, aber ich habe nur gelacht. Abo erledigt, weiter so. Alter Jungs, unglaublich. Was soll ich zu so einem sagen, Alter? Crazy. In einem Tag 1400 Aufrufe. Also das ist ganz neu, ja. Man kennt es nicht, aber sehr stark gemacht. Und danke an diejenigen, die mir das zugeschickt haben. Es ist wirklich witzig geworden. Boah, und ich denke, mit diesem Video, da es so lustig war, beenden wir auch die Reaction. Bevor das Video auch natürlich zu Ende gehen sollte, habe ich ein Gewinnspiel für euch. Auf Instagram geht ihr einfach auf die Seite von Hero Paris, okay? Da habt ihr hier die ersten Gewinnspiele, die ihr unbedingt abchecken müsst. Einmal hier ist von Racer. Hey Juanito, was geht ab, meine lieben Freunde? Racer CC hier. Wir sind im geliebten Altendorf. Aber wir haben was Schönes für euch. Ein Gewinnspiel mit Hero zusammen. Der erste Platz bei diesem Gewinnspiel. Geht auf die Seite, macht bei dem Gewinnspiel mit. Vertraut mir, ansonsten verpasst ihr was. Küsse eure Herzen, Habibis. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video.